Babatunde, ein alter Freund deines Vaters, hat dich gebeten, den Gerüchten über ein Monsterkrokodil in Burundi nachzugehen. Während deines Fluges nach Afrika hattest du genug Zeit, dich mit der alten Legende von Gustave, so nennen die Einheimischen das Monster, vertraut zu machen. Demnach treibt ein 12 Meter langes und über eine Tonne schweres Riesenkrokodil im Tanganyika-See sein Unwesen. Wenn man den Berichten der Einheimischen Glauben schenken darf, hat Gustav schon über 300 Menschen gefressen. Du konntest dem eindringlichen Bitten Babatundes nicht widerstehen und bist nun hier, um die angeblichen Vorfälle zu untersuchen. Und tatsächlich, Gustav existiert wirklich und stürzt eine kleine Siedlung ins Chaos. Das bedeutet höchste Gefahr. Beeile dich und rette die Tiere und Menschen. Ich bin so geschockt, ich kann gar nichts sagen. Tja, das sehen wir, ist das springende Riesenkrokodil. Es ist wunderschön. Und ich würde sagen, wir klicken mal ganz rasch auf Pause. Boah, beherzter Einsatz, würde ich sagen. Beherzter Einsatz, oh ja. Oh, hier ist alles durcheinander geraten, das gibt's ja gar nicht. Also erstmal sammle ich immer wieder Tiere ein, ne, und so. Muss man ja auch mal machen. Was ist mein Ziel momentan? Man sagt, in Burundi sei ein riesiges Krokodil gesichtet worden, das dort Angst und Schrecken verbreitet. Gehe der Sache auf den Grund. Rette alle Tiere und stelle sie zufrieden. Wir können nicht einfach losmachen, ey. Wenn mir jemand gesagt hätte, hätte ich es gelassen. Oh Mann. Das ist voll nervend aufreibend hier. Das ist unglaublich. Alles kaputt hier. Das geht ja gar nicht. So geht es nicht. Ich muss ja erstmal alles zusammensammeln hier. Das gibt's nicht. Ah, da ist das Hasengehege. Das sieht natürlich auch genial aus irgendwie, ne? Das Krokodil ist schon irgendwie lustig. Mag ich. Schade, dass es das nicht auch im Freispielmodus, also im, ja, im freien Spielmodus gibt. Das wäre schon cool. Das sind dann die Ergebnisse von Yoga, oder was? Das ist gruselig. Okay, dann bauen wir mal hier wieder die Siedlung zusammen, während das Krokodil da in der Luft hängt. Falscher Zaun, Entschuldigung. Immer noch falscher Zaun. Hä? Hä? Check ich nicht. Egal, Hauptsache dicht. Oh. Wie ich euch kenne, habt ihr natürlich auch keine Futter an, also keine Futter, ja, keine, ihr wisst schon was.
Das, ja, ist spannend und gänzlich unvorhersehbar. Gänzlich unvorhersehbar. Ja, so klar. Gänzlich unvorhersehbar. Okay, jetzt ist gut. Bauen wir mal dem Gustav auch noch ein Gehege, obwohl er es nicht verdient hat, aber so macht man das halt mit unartigen Kindern. Man muss ihnen vergeben. Aber das ist richtig riesig, Alter, im Vergleich so. Heftig. Heftig, heftig. Wie kommen wir jetzt da rein? Gar nicht. Okay. Stelle ich den Tierpfleger mal da rein, der wird sich bedanken. Oder halt eben auch nicht. Oder wir bauen halt den Zaun ein wenig aus. Das wäre auch eine Idee, übrigens. Muss man aber nicht. Kann man aber. Da passt die Tür voll nicht rein. Der wird sich auch so bedanken, dass er da rein darf. Ich bin schon gnädig, ne? Bloß. Ich bin empört. Ich dachte, das heißt Gustav. Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Gustav, verdammt nochmal. Ne? Gustav. Du bist, Alter, 70 Jahre. Boah, jetzt bin ich auch baff. Buff. Schade, dass man nicht... Gustav ist ja weiblich. Das hätte mir auch mal jemand sagen können. Da ist sie Gustav Wiene genannt. Das ist so doof. Oh, Mann. Gustavine, Alter. Auf solche Ideen komme auch nur ich. Übrigens. Okay, gucken wir mal. Ist alles hier vergleichsweise im Lot? Wir werden es ja merken, was schief geht, ne? Oh Gott, das Ding ist echt riesig. Boah. Ich bin überrascht. Und wie es da einfach wegfrisst, ist unglaublich. Gustavine übrigens. So. Jetzt gibt es zumindest zum Riesenkrokodil gut. Hunderttausend ist es wert, ey. Wie geht's euch? Geht's prima? Dann werde ich mal hier gucken, dass ich das Gras hier so ein bisschen bewässere, ne? Wäre ja doof sonst, ne? Wenn nicht das was schief geht. Das wäre nicht auszudenken. Und hier ebenfalls. Moment, ich muss kurz euren Schlamm wegmachen. Ich krieg gleich neuen. Ihr wollt doch auch Früchte, wenn ich das richtig noch weiß. Wenn ich das richtig noch weiß? Ja, wenn ich das richtig noch weiß, habe ich normalerweise auch ein besseres Deutsch. Übrigens. Die wollen normalerweise auch über einen Stein springen. Dann kriegen die Feldhasen auch noch einen. So, dann könnt ihr euch mal hier euer Sprungbedürfnis befriedigen. Ne? Ist ja wichtig. Das kannst du sonst nicht so im Raum stehen lassen. Ihr kriegt mal noch eine Futtervorrichtung fürs Fleisch. Ist ja auch wichtig, ne? Du hast das Dorf und seine Tiere gerettet. Babatunde ist dir zu Dank verpflichtet und verspricht dir, alles daran zu setzen, deinen Vater zu finden und ihm Grüße von dir zu übermitteln. Alter, schreck mich nicht so.
Okay, ich würde sagen, nächste Mission. Bis dahin. Tschüss. Ladebalken. Ich kann es nicht lassen.